Gott sei mit dir. Ich möchte lesen lernen. Wen sollte ich fragen? In Uschitze lebt ein Schreiber im Ruhestand. Geh zu ihm. Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Nichts, was mich kümmern muss, Gott sei Dank. Ich soll in den Dienst des Vogtes treten. Ah, du bist also der junge Mann, den Herr Ratzig berufen hat. Ja. Wunderbar. Herr Ratzig bat mich, dich auf die Probe zu stellen. Du kommst genau zur rechten Zeit. Es gibt ein paar Dispute. Wie es scheint, verhalten sich einige deiner ehemaligen Nachbarn ungebührlich. Vielleicht ließen sich die Streitereien leichter beschwichtigen, wenn sich einer der ihren unter den Wachen befände. Ich weiß nicht. Ich bin bloß ein junger Schmied. Nicht mehr, Junge. Du bist nun Teil von Herrn Ratzis Gefolge. Und das bringt Verantwortung mit sich. Hast du dich bei Hauptmann Bernhard gemeldet? Ja. Nachdem er mich unterwiesen hatte, forderte mich Herr Hans zum Duell heraus. Ich verstehe. Herr Hans liebt es, seine Kräfte zu messen. Aber sieh dich vor. Der Zorn kann das Herz eines Adligen rasch erobern, und diese Art von Ärger willst du nicht haben. Wie dem auch sei, du wirst bei der Stadtwache aushelfen. Komm nachmittags zur Kirche. Wachmann Jaroslav, oder Nachtigall, wie man ihn nennt, wird dich dort erwarten. Er wird dich herumführen und dir zeigen, wie man für Ordnung sorgt. Und geh zur Rüstkammer, dort liegt deine Ausrüstung bereit. Ja, Vogt. Was Theresa wohl gerade macht, ich habe sie lange nicht gesehen. Vielleicht sollte ich sie besuchen. Hier bin ich. Ich heiße Heinrich. Wir sollen heute zusammen unsere Runden drehen. Ich sehe, du bist ausstaffiert. Es kann losgehen. Ich bin Nachtigall. Bist du nicht der, den diese Müllerin auf einem Karren hierher brachte? Theresa? Ja, sie hat mich gerettet. Sie tauchte mit Robert und seinen Rittern auf. Alle Ehre dem Mädchen. Hat mehr Eier als die meisten Männer. Sag mir, wie hast du ihr das vergolten? Ich habe ihr dafür gedankt. Das ist nicht viel. Du solltest sie besuchen, wenn es sich ergibt. Und wie genau bist du im Dienste des Vogts gelandet? Ich will Herrn Ratzig dienen. Aber er schickte mich hierher, um zu lernen. Und das wirst du auch. Du hast Glück, Junge. Er muss dich mögen. Die meisten Herren hätten dich fortgeschickt. Komm mit, Heinrich. Wir drehen in der Stadt unsere Runden und stellen dann sicher, dass die Schenken abends schließen. Ich bin bereit. Aber vergiss nicht, ich soll dich auf die Probe stellen und dir mit Gottes Hilfe etwas beibringen.
Ich erwarte also, dass du Verfehlungen sanktionierst. Ich habe dich im Auge, damit du keine Dummheiten machst. Gehen wir. Das ist unsere Kirche, Sankt Matthäus. Sie dient nicht nur als Gotteshaus, sondern auch als Gruft der Herren von Leipa, unseren Herren. Der Totengräber wohnt gleich um die Ecke. Der Pfarrer auch. Unser Pfarrer, er... Na, man sollte nicht schlecht über die Diener Gottes sprechen. Unser Rathaus. Ziemlich groß, was? Der Vogt und seine Knechte leben hier. Und der Maestro Proto Notarius. Der Schreiber. Und der Kerker. Will man nicht von innen sehen. Nicht mal als Wache. Natürlich haben wir auch einen Henker. Aber der wohnt nicht in der Stadt. Wäre unpassend, denkst du nicht auch? Er wohnt beim Galgenberg, auf der anderen Seite des Baches. Dieser Pranger wurde im Herbst aufgestellt. Und zwei sind da bereits vermodert. Hier wohnt der Schwertschmied. Was zum Teufel ist hier los? Sieh mal nach, Heinrich. Wenn nicht zur Kirche, dann schäd dich zu deinen Leuten. Ich will dich hier nicht haben. Ist dieser Misthaufen euch nicht groß genug? Was schreit ihr beiden da so rum? Schluss mit dem Krawall! Wurde auch Zeit, dass du kommst. Dieses dreckige Bettelweib da. Ich heiße Jana. Meinetwegen. Dieses Bettelweib da glaubt, dass sie herkommen und meinen Laden zustinken kann. Ich will, dass du sie fortjagst. Was ist das Problem? Das ist mein Laden und ich dulde keine Bettler auf meiner Schwelle. Schick sie auf den Marktplatz. Dort ist sie keinem im Weg und es gibt genug Leute, die sie anbetteln können. Musst du ausgerechnet hier sitzen? Ja, muss ich. Warum? Die Leute jagen mich fort, ganz gleich, wo ich sitze. Kann ich Tag und Nacht rumwandeln. Wie wär's mit etwas christlicher Nächstenliebe, Schmied? Was? Hast du eine Ahnung, wie oft ich Almosen gegeben habe? Dieser Hexe da erst gestern. Ist das wahr? Ich weiß nicht. Hast du Almosen bekommen oder nicht? Jawohl. Von diesem Mann hier? Weiß nicht. Und selbst wenn, gestern war gestern und ich muss heute auch was essen. Das ist wahr. Was weißt du schon davon? Wir sind doch gute Christen, oder? Also sollten wir dieser armen Seele beide etwas geben. Und was dann? Dann wird Jana ihrer Wege gehen, ohne Widerrede. Bist du jetzt König Salomon, oder was? Na schön, wie du willst. Möge Gott dich segnen und dich auch, Herr Schmied. Werde keinen Ärger mehr machen. Danke. Danke. Herrgott, einer schlimmer als der andere. Brechen, Spaten, Heugabeln, Äxte. Alles, um Mutter Natur zu bezwingen. Oh, pass auf, wo du hingehst. Deine alten Nachbarn leben jetzt hier. Ist zwar ein ziemliches Drecksloch, aber trotzdem solltet ihr Herrn Hanusch dankbar sein. Wäre es nach den Städtern gegangen, wärt ihr nicht mal in die Nähe der Stadtmauern gekommen. Die Leute stehen nun nicht mehr so zu ihm wie zuvor. Ein paar Tölpel fordern sogar, dass Herr Hanusch das Lehen endlich dem jungen Herrn, Hans Kapern, übergibt. Hans Vater, der alte Jeschke, Gott hab ihn selig, hatte das Lehen inne, bis er ein Greis war. Dann setzte er sich zur Ruhe. Erst im Meeren, dann im Himmel. Herr Hanusch verwaltet das Lehen, bis Herr Hans mündig wird. Sie sind irgendwie verwandt. Hatten denselben Ururgroßvater oder so. Es kommt die Zeit, in der das Gut weitergereicht werden muss. Sowas endet oft in Reibereien. Hoffentlich bleibt uns das erspart.
Der Platz hier? Zu Marktzeiten sieht er viel besser aus. Dann ist er bis zum Brechen gefüllt mit Leuten von überall her. Wir haben hier auch eine Bäckerei. Und diesen irren Händler, Wolfram Bruder. Er hat eine hübsche Tochter, hält sie aber an der kurzen Leine. Was den jungen Böcken nicht so gut schmeckt. Angeblich soll er das arme Mädel sogar den ganzen Tag einsperren. Eine Schenke steht hier am Markt, die Händlertaverne. Die andere liegt oben am Tor. Da gehen wir später hin. Lass uns näher an die Kernburg gehen. Schau her! Siehst du den Lump da? Bei Gott, dem Bastard zeig ich's! Haben wir es bequem? Almosen bitte, Herr. Für wen hältst du mich? Bist du dumm oder nur unverschämt? Was ist denn los? Dumm also. Hier ist Bettel nicht gestattet, also heb deinen stinkenden Arsch und schaff ihn von hier weg. Wen störe ich denn hier? Mich, uns, jeden. Wenn der Hanusch dich sehe, würde er dich auspeitschen. Ist gut, ich gehe. Verfluchte Bettler. Da reicht man ihnen die Hand und sie wollen den ganzen Arm. Die Regeln sind klar und deutlich. Bettler gehören zur Kirche. Hier ist die Schmiede. Im Augenblick gibt es ein paar Scherereien mit dem Schmied. Aber sein Lehrling springt einigermaßen für ihn ein. Wie ich höre, bist du auch Lehrling eines Schmieds. Ihr könntet, wenn nötig, helfen, oder? Ihr? Wen meinst du damit? Dich und deinen Meister oder Vater. Wer dich ausgebildet hat. Er... Was ist denn? Mein Vater war der Meisterschmied. Er wurde in Scarlets getötet. Ah, tut mir leid. Wusste ich nicht. Danke. Mir auch. Mein Papa starb auch kürzlich. Ihn raffte das hohe Alter dahin. Ist nicht dasselbe, aber ich kann etwas mitfühlen. Das Rataya-Lehen ist recht groß. Selbstredend hat es hier in der Stadt seinen Ursprung. Und erstreckt sich entlang der Sasau bis nach Kohelnitz. Dann sind da der Galgenberg und viele abgelegene Höfe rundherum. Neuhof, Merhojet, Meister Smil kümmert sich um Herrn Hanus Stelle. Er ist mit Abstand sein bester Vasall. Für einen Neuankömmling ist das alles etwas kompliziert, nehme ich an. Dieser Herr hier, dieser Herr da, diese Ausnahme hier, die andere dort, Ausnahmen von Ausnahmen, Recht auf halbe Sachen und so weiter. Es würde ein Jahr dauern, sich darauf einen Reim zu machen. Dieser Turm hier war nur halb so groß, als ich ein Knirps war. Herr Hanusch ließ ihn ausbauen und machte daraus eine Rüstkammer. Gott sei mit dir, Benesch. Wie geht's? Geht schon, Nachtigall. Ist ruhig heute. Gut. Wo ist eigentlich Moimir? Sollte er nicht hier bei dir sein? Ah,
Ja, ist noch nicht aufgetaucht. Ah, verstehe. Na, wo könnte der sich nur rumtreiben? Weiß nicht. Du weißt nicht, hm? Lass mich dir etwas sagen. Wenn der Vogt rausfindet, dass Moi mir faulenzt, steckt er tief in der Scheiße. Du als sein Freund willst das doch nicht, oder? Nein. Es wäre also besser, wenn ich das in die Hand nehme, ja? Ja, schätze schon. Also, wo steckt er? In der Schenke. Hatte Durst, also... Ging er auf ein Bier. Wir wissen doch, wie das läuft. Komm, Heinrich, suchen wir diesen Müßiggänger. Und du bringst ihn dann besser zur Vernunft. Aus Galens bin ich, ihr guten Leute. Ihr alle wisst, was dort geschah. Helft eurem Nachbarn. Was zum Teufel treibst du hier, wenn du am Tor sein solltest? Beweg deinen Arsch und bewach das Tor. Ich. Schweig und beweg dich. Hast Glück, dass ich dich gefunden habe und nicht der Vogt. Oder gar Hauptmann Bernhard. Was? Setz dich zu mir, Heinrich. Lass uns was trinken. Der Narr hat mich ganz schön erzürnt. Sollten wir nicht unsere Runde drehen, anstatt zu saufen? Du bist ehrgeizig, was? Keine Bange. Jeder Wachmann darf mal Pause machen. Aber nicht die beim Tor und auf dem Turm. Aber genug davon. Versauen wir uns nicht den Tag. Hör mal, da wir schon hier sind, wie wär's mit einem Spielchen? Warum nicht? Mal sehen. Jetzt bin ich am Arsch.
Nur noch eine Sache, dann sind wir für heute Abend fertig. Das Ende des Tages einläuten und die Schenken schließen. Ist es nicht noch etwas früh? Ich weiß nicht, wie es in Scarlet's war, aber in Ratai machen wir zu dieser Stunde dicht. Hey. Außer bei Jahrmärkten und Festen. Dann machen wir gar nicht dicht. Verstehe. Soll ich die Glocke läuten? Wenn du schon fragst. Die Glocke ist außerhalb des Rathauses. Läute sie dreimal. Dann geh zur Schenke beim Marktplatz und sieh zu, dass der Wirt zusperrt. Mach ich. Bevor ich's vergesse, es ist verboten, im Dunkeln ohne Fackel durch Ratai zu gehen. Hier, nimm die. Was zur Hölle machst du da? Aus Scarlet stand ich. Licht bekommen? Ist ein bisschen angegraut. Aber man sieht auf den ersten Blick, dass er blaues Blut hat. Allein die edlen Gewänder. Bloß Gold und Silber. Und nicht nur er. Auch sein Gefolge war ausstaffiert wie Adel. Man muss kein Schneider sein, um zu sehen, dass all das ein Vermögen gekostet hat. Christus! Ich hoffe, ich krieg den auch mal zu sehen. Sieht man nicht alle Tage so einen hohen und mächtigen Herrn. Naja, die Scarlitzer wären froh gewesen, welche wie ihn nicht zu sehen. Wohl wahr. Ist das dein Herz? Und der Domherr von St. Wenzel in Olmütz war so besoffen, dass er das Schwein auf den Marktplatz trug, sattelte und darauf durch das Stadttor ritt. Also wir wussten, dass das nur böse enden konnte. Weshalb Herr Peter und ich losritten und nach dem guten Domherrn und seinem Schwein suchten. Und habt ihr ihn gefunden? Wir spürten das Biest bei einem Koben hinter Kronau auf. Ich meine, das mit der Tonsur auf dem Haupt. Das echte Schwein haben wir nie gefunden, aber der Domherr lag friedlich schlafend im Schweinestall. Gleich und gleich gesellt sich gern. Es scheint, als würde dies auch auf Säue und Prälaten zutreffen. Ein Toast, werte Herren, auf Säue und Prälaten. Gott schütze ihren Speck. Herr Hans, vergib mir die Störung, aber ich... Was musst du? Willst du dich uns anschließen oder uns einen ausgeben? Ich bedauere, aber wir trinken nicht mit Bauern. Das hier ist kein Dorf, du Bürschchen. Nein, Herr. Es ist Sperrstunde. Die Schenke wird jetzt geschlossen. Solange ich hier sitze, wird gar nichts geschlossen. Ist das klar? Wenn das alles ist, darfst du dich verabschieden. Hast du den Verstand verloren? Du kannst dem edlen Herrn keine Vorschriften machen. Der ist reizbarer als ein Bär mit Magenschmerzen. Wenn ich du wäre, würde ich ganz schnell wieder verschwinden. Der Vogt hat mir aufgetragen, die Schenke zur Sperrstunde zu schließen, sodass niemand nach dem Abendläuten die Ruhe stört. Was, der Vogt? Weißt du, der Vogt kann mich mal. Ich schätze, du hast nicht vergessen, wer der rechtmäßige Herr von Ratai ist, oder? Nein, es ist Herr Hanusch. Ach.
Und, ist er hier? Oder versteckt er sich etwa unter dem Tisch? Nein! Tja, dann sind seine Worte leider nicht mal einen Furz im Badehaus wert. Außerdem hat er nur das Sagen, bis ich erwachsen bin. Das kann ja noch eine Weile dauern. Genug! So sprichst du nicht mit mir, klar? Ich bin ein Adliger. Ich bitte Sie, edle Herren, ihr werdet hier doch wohl keinen Kampf anfangen, oder? Und ob, wie wir das werden. Ich werde diesem Bauern zeigen, wo er hingehört. Das... Weiter, edler Herr, Maße! Schlag ihn zu frei! Doch, Pitschi! Schlag ihn zu frei! Das wird ihn lehren! Komm her, du Weichei! Du gehörst mir! Weiter, edler Herr, maßregle ihn! Zeig es diesen kaltschnäuzigen Welpen! Hier! Das wird dich lehren, wie man zu seinem... Kruzifix! Was in Herrgotts Namen geht hier vor sich? Was ist? Antworte mir, verdammt! Dieser Ochse hat mich beleidigt. Ich musste ihm eine Lektion erteilen. Indem du dich im Dreck wälzt wie ein Schwein? Ja, das zeugt doch von edlem Verhalten. Herr Hanusch, der Vogt befahl mir die Sei Schenke still! Halte deinen Mund. Du kannst wirklich froh sein, dass du aus Ratzigs Gemeinde stammst. Bist du denn völlig des Wahnsinns? Erhebst die Hand gegen einen Edelmann. Und du, Hans, wie oft habe ich dir schon gesagt, dass es vielleicht gut für die Moral sein mag, sich mit seinen Untergebenen zu betrinken, es deinem Ruf jedoch schadet. Du verbringst all deine Tage saufend und weiberjagend, was egal wäre, wenn du auch deinen Verpflichtungen nachgehen würdest. Jetzt sehen wir ja, wohin dieses Verhalten führt. Morgen begleitest du mich zu einer Anhörung. Ein paar Gutsbesitzer baten mich, einen Disput zu klären. Du wirst dabei viel lernen können. Ich hatte eigentlich vor, morgen auf die Jagd zu gehen, aber wenn du meinst, ich solle den belanglosen Nörgeleien ein paar alter Narren lauschen, so sei es. So, auf die Jagd? Nun denn, edler Herr, ich sage dir was. Geh ruhig jagen. Wirklich? Oh, gewiss doch. Wer bin ich denn, es zu wagen, den jungen Herrn Capon seines Spaßes zu berauben? Und... Heinrich wirst du als deinen Knappen mitnehmen. Den? Auf gar keinen Fall. Du tust gefälligst, was ich sage. Es ist längst überfällig, dass du lernst, Menschen auch abseits der Wirtshäuser zu führen. Jetzt verschwinde! Herr, ich bin dem Vogt verpflichtet und ich kann nicht... Jetzt nicht mehr! Du bist ab heute Herrn Capon verpflichtet, klar? Es ist Zeit, dass du lernst, wie man sich in der Gegenwart des Adels verhält. Gehen wir. Sag der Küche, ich bin hungrig. Es war eine lange Reise.